Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Business-Orakel für die Woche vom 11. bis 17. März. Dafür verbinde ich mich mit der geistigen Welt und schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen zum Thema Arbeitsalltag, Berufsleben und Business auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Die Lösung liegt im Inneren. Das ist die Botschaft für diese Woche. Es geht darum, dass du unzufrieden bist, dass du das Gefühl hast, für das, was du tust, für deine Arbeit, dein Engagement, deine Energie oder auch was du in Finanziellem investierst, nicht genug rauszubekommen. Also dass in gewisser Weise vielleicht die Kunden ausbleiben, dass die erwartete Beförderung nicht zustande kommt, dass alles irgendwie auch langsamer geht, als du dir das wünschen würdest. Und da kommt eben die Botschaft sehr passend, die Antwort auf all deine Fragen, die liegt im Inneren. Da gibt es irgendwo einen Punkt, wo du dich noch selbst sabotierst. Es gibt irgendwo etwas, wo du eigentlich unterbewusst Befürchtungen hast, Ängste hast, wenn das Tolle eintreffen sollte. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, aber irgendwo sabotierst du dich. Du hast das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel diese vielen Kunden anziehe, dann hast du vielleicht Angst, dass du weniger Freizeit hast, dass du das nicht schaffst, dass du nicht genügend Leistung erbringst, dass die nicht zufrieden mit dir sind. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum man vielleicht Angst hat, noch erfolgreicher zu werden. Natürlich sagt der Kopf, ich will das aber, ich will mehr Geld verdienen, ich will mehr Menschen unterstützen. Ja, womöglich, aber dein Unterbewusstsein ist stärker. Und wenn das noch gewisse Ängste hat, gewisse negative Erfahrungen, weil vielleicht die Eltern so viel gearbeitet hatten und keine Zeit für die Kinder hatten, weil ja, der ein oder andere Freund von der Frau verlassen wurde, weil er zu viel gearbeitet hat, oder weil du, ja, sich schon mal ein Kunde bei dir beschwert hat. Es gibt verschiedene Gründe, dass du sagst, unterbewusst, ich halte die Kunden lieber fern. Oder wenn du eben zum Beispiel dir eine Beförderung erhoffst und es kommt keine, kann es mit daran liegen, dass du auch da Angst vor zu viel Arbeit hast, vor mehr Verantwortung, Angst davor, dem nicht gerecht zu werden. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir uns da selbst sabotieren. Und dass es in gewisser Weise zu langsam für dich geht oder dass du das Gefühl hast, ich bekomme nicht genug für das, was ich tue, dafür liegt die Lösung eben im Inneren. Und wenn du das erkennst, woran es liegt, dass du da nicht vorwärts kommst, dann platzt der Knoten und dann kommst du weiter. Aber diese Erkenntnis ist unheimlich wichtig und die kannst du in dieser Woche finden. Also achte darauf, dass du nicht vor dir wegläufst, dass du nicht zu sehr im Tun, im Handeln verstrickt bist. Das hört sich jetzt komisch an, denn ich bin ja auch ein Fan davon, dass man was unternimmt, dass man auch handelt, dass man das jetzt nicht nur der geistigen Welt überlässt, sondern dass man eben auch aktiv wird. Für mich gehört alles gleichermaßen dazu, auch die Arbeit im Innen, wie aber eben auch im Außen. Es nützt dir nichts, wenn du nur Affirmationen durchgehst, wenn du nur positiv denkst, wenn du nicht handelst, dann kommt es auch nicht her. Aber umgekehrt ist es genauso. Wenn du nur handelst und keine Zeit hast zu reflektieren oder dir nicht mal 5 Minuten nimmst, um dich für dich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wovor habe ich denn Angst? Was befürchte ich? Warum kommt das noch nicht? Ja, wo sabotiere ich mich? Was könnte ich eventuell noch tun? Ist es vielleicht noch nicht das richtige Ziel? Also wenn du dir diese Fragen nicht stellst, wenn du dir dafür nicht Zeit nimmst, sondern davor wegläufst, auch davor wegläufst, dich irgendwie festzulegen, dann kommst du nicht weiter. Und da ist diese Woche von den Energien her gnadenlos. Es geht nur weiter und du kannst deine Unzufriedenheit nur loslassen, wenn du nach innen schaust, wenn du reflektierst. Wenn du dafür Unterstützung brauchst, dann kontaktiere mich wieder gern. Du findest meine E-Mail-Adresse, alle Kontaktdaten unten in der Infobox. Ansonsten tritt wie immer gern meiner Coaching-Gruppe bei, falls du das noch nicht bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Ich drücke dir für diese Woche ganz stark die Daumen, dass du zu ganz vielen Erkenntnissen kommst, dass der Knoten platzt und dass du wirklich bekommst, was du dir von tiefstem Herzen her wünschst, dass du deine Ziele erreichst. Ich bin wie gesagt bei dir, wenn du das möchtest, wenn du noch schneller oder gezielter vorankommen möchtest, noch einen anderen Input und objektiveren Blick bekommen möchtest. Und ansonsten drücke ich dir die Daumen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir sehen uns das nächste Mal.